Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Apex Legends Store Update. Die erste Folge vor ein paar Tagen kam sehr gut an, deswegen wird es jetzt definitiv ein fester Bestandteil auf meinem Kanal werden. Einmal die Woche soll es immer soweit sein, zweimal halte ich für sinnlos, dafür aktualisiert sich da viel zu wenig, aber einmal die Woche werde ich das auf jeden Fall versuchen für euch aktuell zu halten. Am Ende des Videos möchte ich euch übrigens sagen, wann es das nächste Abo-Zocken im Livestream gibt. Das erwarten viele nämlich schon sehnsüchtig, also schaut das Video bitte bis zum Schluss und nach dem Intro geht's los. Where's my money, bitch? Starten wir direkt mit dem ersten Skin ganz hier vorne. 3 Tage habt ihr hier noch Zeit, euch den zuzulegen. Offene Rebellion für die 301 habe ich selber schon im Besitz aus einem Pack gezogen. Finde ich einer der schönsten überhaupt, die man so ziehen kann. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch weiß, dass man auch für 1200 Crafting-Material die sich selber herstellen kann. Finde ich einen sehr, sehr schönen Skin, der viele kleine, absolut geile Details hat mit dem Gold, mit dem Rot und dem Blau. Das sieht einfach mega, mega edel aus. Also wie gesagt, einer der geilsten Skins überhaupt. Zweite Geschichte, habt ihr noch 4 Tage Zeit. Original Marauder. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Ist ein legendärer Spitfire Skin. Der sieht auch sehr geil aus. Aber ich finde, es gibt so 1-2 Skins, die vielleicht ein bisschen geiler aussehen als der. Ich finde ihn trotzdem sehr, sehr cool. Sieht so ein bisschen abgenutzt aus. Auf jeden Fall absolut starker Skin. Dann haben wir hier bei dem Vorgestellten noch einen für die Flatline, den ich auch sehr, sehr schick finde. Die Gruselgestalt nennt er sich. Könnt ihr jetzt auch für 1800 für 5 Tage lang noch kaufen. Der hat auch richtig viele kleine Details, wie ich finde, die richtig stark aussehen. Ich finde zum Beispiel die Stacheln hier, das hat schon echt was. Wie gesagt, hier nochmal mein Wunsch irgendwie an Respawn, dass man eine Option hat, mal in-game zu sehen, in Training oder so, wie die Waffe in-game live aussieht. Das würde ich echt sehr begrüßen. Dann haben wir hier, ich sage mal, so eine Art Geisterfigur oder der Tod. Kann ich jetzt nicht genau entziffern, ob das der Tod sein soll. Sieht auf jeden Fall mega, mega edel aus. Ihr könnt doch mal denken, das wäre eine Taschenlampe irgendwie. Sieht übelst mega aus. Aber wie auch im ersten Video habe ich schon gesagt, dass die Exklusivvarianten, das ist immer die auf der zweiten Seite, die Variante, die man sich für Ingame-Währung, die man freischalten kann, kaufen kann. Das ist dieselbe, bloß optisch etwas aufgepimpt. Das Todesröcheln nennt sich die und die finde ich optisch bei weitem geiler. Zieht euch einfach mal die Farben rein, auch hier mit dem Tod. Sieht einfach ultra geil aus, ohne Scheiß. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr die erste Version oder die zweite Version besser findet. Ich finde die zweite Version irgendwie immer bei weitem geiler. Und auch hier wiederhole ich mich gerne nochmal, wenn ihr die zweite Version haben wollt, müsst ihr zwingend die Hauptversion besitzen. Ansonsten könnt ihr euch das hier nicht für 6500 Ingame, wie nennen sich die, legendäre Apex Token kaufen. Nur noch mal so by the way bemerkt. Und dann haben wir seit langem mal wieder einen Skin für eine Legende drin. Zumindest das, was ich beim letzten Mal so beobachtet habe. 6 Tage lang Zeit habt ihr für einen Pathfinder. Der Flieger nennt sich der legendäre Skin. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Und natürlich finde ich auch hier die zweite Version bei weitem geiler. Auf den Skin hätte ich eigentlich ehrlich gesagt Bock, aber ich habe einfach keine Lust, so viel Geld für das Spiel auszugeben. Und zwar dieser hier, der ist übelst geil. Sieht aus wie so ein Grashüpfer. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den hier findet. Also für mich ist das der absolute grüne Maschine, quasi der Hulk unter den Robotern. Absolut edle Geschichte, muss ich mal sagen. Also wie gesagt, lasst euch auch gerne mal in den Kommentaren aus, wie ihr die Skins so findet, ob ihr euch schon mal einen Skin davon zugelegt habt oder ob ihr vielleicht selber schon mal Glück bei den Apex Packs hattet. Das war eigentlich soweit schon das zweite Apex Pack Update. Ist eigentlich immer ein relativ kurzes Video. Wenn ich nicht gerade noch zu viel am Anfang laber, sollte das immer nur 2, 3, 4, 5 Minuten lang gehen. Jetzt noch für alle, die sich dafür interessieren, wann das nächste Abo-Zocken kommt. Ich schalte mal hier um. Das nächste Abo-Zocken, also am Dienstag diese Woche, nachmittags so ab 16, 17 Uhr, streame ich nochmal ganz normal mit meinen Mates zusammen. Und am Donnerstag möchte ich jetzt mal ganz offiziell das Abo-Zocken ankündigen. Also ich hoffe, dass ihr da auf jeden Fall reichhaltig dabei seid. Könnt ihr euch vorab schon mal bei mir auch bei den Kommentaren so ein bisschen auslassen, wer sich alles schon dabei
sieht und dabei sein wird. Das würde ich sehr, sehr geil finden. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.